Yvonne Wölke hat einen Verehrer, doch ist es Peter Klein? Vor wenigen Tagen gestand der gelernte Malermeister seiner noch Ehefrau Iris Klein, dass er sich in die Schauspielerin verliebt hat. Zuvor hatte diese ihrem Gatten im Netz eine Affäre mit der Blondine unterstellt und die Beziehung beendet. Während Peter offen zu seinen Gefühlen für Yvonne steht, soll diese Iris versichert haben, ihn nicht zu lieben. Zum Valentinstag bekam sie jetzt einen Blumenstrauß, etwa von ihrem ungewollten Verehrer? In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige einen Schnappschuss von sich mit einem großen Strauß an Blumen. Schönen Valentinstag für die lieben Menschen, betitelte die Blondine das Foto. Überglücklich schaut sie auf dem Bild auf das Bouquet aus Rosen und Gerbera. Danke für die Blumen, fügte Yvonne noch hinzu. Doch ob der Strauße von Peter ist, verriet die Schauspielerin nicht. Stattdessen holte die TV-Bekanntheit in einer weiteren Story zum Rundumschlag aus. Mir wird Femgeilheit vorgeworfen? Wie ironisch, dass genau diese Leute, die mich oder die Situation nicht kennen, nun Interviews geben und diese dann ganz stolz in ihren Storys verbreiten, wetterte Yvonne gegen die zahlreichen Promis, die sich bisher zu dem Drama um sie, Peter und Iris geäußert haben.